Wenn früh am Morgen die Bergsirene dröhnt. Servus, Leute, willkommen zurück bei Dark and Light mit eurem Voucher, mit dem Alderle. 3:30 Uhr, wir haben alles soweit hergerichtet. Ihr seht schon, alles soweit aufgefüllt an Stats. Hier habe ich gar nicht so viel drin. Wir machen heute einen Ausflug, das haben wir schon mal gesagt. Ganz kurz gehen wir aber durch, was sich verändert hat. Beziehungsweise lass uns mal hier kurz reingucken. So, pass auf, hier sind die zwei Männlein. Da werden wir die Tage irgendwann mal mittendurch fliegen und hier uns umschauen für das Steinhäusle. Jetzt möchte ich heute aber den Punkt hier mal anvisieren. Opfergründe, Seelenknoten, Zustand ungeschützt. Den haben wir schon gesehen. Dass wir einfach mal bis hierher gehen, dann haben wir nämlich diesen Bereich der Karte so grob schon mal für uns eingenommen, in Anführungszeichen eingenommen. Wir kennen uns dann zumindest ein bisschen in der Umgebung hier aus. Das möchte ich heute gerne sehen. Jetzt habe ich mir überlegt, gerade was das Kampfverhalten angeht, ihr seht schon hier unten, ich habe ein paar Zauber dabei, aber nicht alle. Hier habe ich ein bisschen umgeräumt. Wir kämpfen auf jeden Fall im Nahkampf. Ich werde Angriff weiter auskillen und dann schauen wir mal, wie wir rumkommen. Was ich als nächstes probieren will, ist diese zweite Rune hier. Den Staub können wir herstellen. Die Sachen haben wir schon angepflanzt und ein Pilze haben gefehlt. Und jetzt passt auf, Leute. Ich habe das mittlere Beet unten aufgebaut. Sieht man das eigentlich von hier? Nicht so gut, ne? Wir fliegen kurz runter. Wir sind eben im Frog unterwegs. Wir fliegen kurz runter. Ich habe nämlich das mittlere Beet angelegt und mit Pilzsporen behaftet. Mal schauen, ob da schon was passiert ist. Ich würde allerdings. Ich glaube, ich nehme den dicken heute mit, oder? Oder den kleinen. Um den Kleinen würde ich nur halb so arg weinen wie um den Großen. Ene mene Mist, es rappelt in der Kiste, ene mene weg und du bist weg. Also, dann fliegen wir mit dem Kleinen, müssen wir öfters anhalten. Aber ist ja ein neues Gebiet, was wiederum bedeutet, können wir, ne? Wir müssen da hinten sowieso ein bisschen umschauen. Ich weiß nur noch nicht, ob wir unten entlang fliegen oder oben. Jetzt gehen wir aber erstmal runter. Wer ist denn das da unten? Ist das ein Bürger? Bist du ein Bürger? Er ist auf jeden Fall kein Feind. Hier habe ich es aufgebaut für uns, Leute. Das mittelgroße Beet. Frogomat, Alterle, du müsstest kurz landen, damit ich absteigen kann. Ich gucke trotzdem, ne? Das mal irgendwann hier. Bist du schon Level 16? Guck mal, der ist Level 16 schon. Ei, super. Ei, super. Da mache ich ihm einmal auf Gewicht und einmal auf Ausdauer. Ja, muss halt. Ja, passt schon. Falls wir was finden, können wir es nämlich auch mitnehmen. Jetzt will ich aber trotzdem aber hier noch schwind schauen. Da sind meine kleinen Pilzsporen jetzt drin hier, ne? Ist aber noch nichts gewachsen. Ich habe auf jeden Fall gedüngt. Gedüngt habe ich's. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, schätze ich mal. Ich habe hier so einen kleinen Bogen reingebaut, dass wir hier später praktisch zwischen den Beeten durchgehen können. Das wird noch ein bisschen in die Breite gezogen. Und dann schauen wir mal, wie die großen Elemente aussehen. Also hier, das ist wie gesagt in Vorbereitung. Die Geschichten sind schon wieder gewachsen, ne? Und diese Pflanzen brauchen wir unter anderem. Oh, wieder ein Kleeblatt. Ich glaube, das ist das dritte Kleeblatt, das wir haben. So, unser Ziel ist klar. Wir müssen hier am Rand entlang hinter die Stadt in die andere Richtung mal. Das machen wir jetzt einfach. Vielleicht finden wir unterwegs kleinere Gegnergruppen. Da würde ich dann auch tatsächlich absteigen und ein bisschen schnetzeln, weil. Was war das? Level 5. Ah, das ist wieder das Wassergeräusch hier. Weil halt Level 35, ne? Ich habe ihm übrigens auch diese Eisenrüstung gebaut. Die kam mir als Rezept nach. Ich dachte, hey, cool, dann haben wir jetzt echt genug Rüstung. Dann habe ich festgestellt, die Eisenrüstung braucht nicht mal Eisen. Ne, habe sie natürlich gebaut, ohne auf die Stats zu schauen. Die mischt sich aus Rüstung und aus Widerstand gegen Magie. Das ist wohl dann so das Mittelstück der Rüstungen. Okay, da hinten haben wir irgendwas rumhüpfen. Das sollte. Alter, sind das drei Panda oder was? Das ist extrem. Fröckle, mein Freund, dann gucken wir von oben erstmal runter. Lande hier gleich mal so ein bisschen zwischen schon mal. Drei Panda ist dann definitiv, sind drei zu viel für mich. Ja, da hinten ist die Hölle los. Da traue ich mich jetzt so erstmal nicht hin. Aber ich könnte sie natürlich von oben irgendwie. Schauen wir mal. Erstmal hoch, erstmal in Sicherheit bringen. Ja, ich will heute so ein bisschen rumtouren hier praktisch. Das Gebiet nochmal ein bisschen weiter ausdehnen, das wir dann kennengelernt haben schon. Hier ist ein Longhorn, da hinten hat es auch Vögels. Wo sind jetzt die Panda, die ich da gerade sah? Vor allem, ich kann ja meinen Frog jetzt hier nirgends absetzen. Nee, das ist nur ein Ding. Nicht runtergehen, Alter, das war ein Späßle. Oder ist das eine Hyäne? Eine Hyäne würde ich platt kriegen. Da unten rennt auch noch so ein Longhorn. Weißt du, einfach ein bisschen leveln. Leveln müssen wir nämlich. Wir gehen mal runter. Es wäre natürlich jetzt echt traurig, wenn ich ihn jetzt schon verlieren würde. Nee, das ist ein Wolf sogar. Alter, dann flitzen wir wieder hoch. Guck mal hier. 16er Wolf. Alter, drei Wölfe.
Ein 16er? Wenn ich jetzt da raus wäre, weißt du, in den Kampf, dann hätte ich jetzt schon wieder die Kappe auf hier. Nee, wir fliegen einfach weiter. Wir fliegen einfach mal weiter. Vielleicht finden wir den Seelenknoten. Ich habe auch voll Bock gehabt, so ein bisschen auf eine kleine Reise, weißt du, mal ein bisschen Abwechslung wieder reinbringen. Wir sind ja jetzt mobiler als früher. Boah, jetzt wird es hier kritisch. Guck mal, ob du es bis da hoch schaffst noch, Alterle. Hier waren wir drin, ne? Hier waren wir drin in diesem Burghof. Im Kerker unten. Ich guck mal jetzt hier, wenn wir hier nicht reinklitscht, können wir hier kurz landen. Ja, hier kannst du auftanken, Großer. Jo, super. Toll. Man muss natürlich aufpassen, dass hier kein Tod runtergeschlittert kommt. Auch eine schöne Ansicht. Auch eine schöne Ansicht. So, du bist vollgeladen. Weiter geht's. Neuland erkunden. Haben wir heute Bock drauf, ne? So, guck mal, 6.11 Uhr. Aha. Hier ist ja für mich schon fast Neuland. Ich meine, hier unten waren wir schon mal. Kann das sein, ist es der Strand, wo wir das Kupfer besorgt haben? Dann wäre das Ziel, schon mal da hinten hinzukommen, wo der Weg sich so leicht schlängelt. Ich muss natürlich immer zwischendrin ab und zu mal landen. Macht ja auch Sinn. Das soll sich ja nicht überanstrengen. Wenn wir mit Drill irgendwo sehen, nehme ich es natürlich mit. Doch hier bin ich schon mal gewesen. Da hinten geht es dann rein, glaube ich, wo wir mal unser Kupfer besorgt haben. Schön. Einfach die Umgebung so ein bisschen angucken. Ein bisschen was Neues kennenlernen. Und vor allem, wir müssen ja das ganze Gebiet irgendwann einsehen. Der Schneespitzen da hinten, der kommt auch noch bei Zeit. Ne? Ganz hinten links sieht man es jetzt. So, da kommen wir jetzt aber rüber. Das einzigste Problem ist eigentlich, eine Landestelle immer zu finden, dass er sich auftankt, wenn man nicht weiß, was hier für Feinde rumtun. Siehst du, da ist zum Beispiel auch was im Wasser drin. Was bist denn du? Sieht aus wie ein Frog, der gerade ersauft. Okay. Da oben, weißt du, hier mal so ein bisschen, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Guck mal, hier geht ja mal voll der Beat. Das sieht nach Hyänen aus. Mal gucken, was das hier ist. Bargesch. Mit Bargesch habe ich jetzt nicht so das Problem. Das heißt, da würde ich fast mein Fröckle in Sicherheit bringen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Da ist ein Schaf. Und wo ein Schaf... Da hinten kommt aber was angeschlittert. Jetzt ist wieder die Frage, wie kriege ich das jetzt hin, dass der hier in Sicherheit sich wiegen kann kurz. Weißt du, hier hätte ich jetzt nicht so das Problem mit denen da unten. Die kriegt man ja einzeln gut weg. Wenn ich dich hier stehen lasse, Alter, wie lange wird es wohl dauern, bis da oben was runterkommt? Das ist das Risiko von meinem kleinen Frog. Wo ist denn jetzt das Skelett hin? Ich traue da halt nicht. Weißt du was, wir müssen uns ja nicht unnötig in Gefahr bringen. Das wäre ja... Ich habe aber den Spielstand rausgezogen. Also falls jetzt hier alle Stricke heute reißen, sind wir immer noch auf einer sicheren Seite. Jetzt gucken wir uns hier mal oben. Hier war ich noch nicht, weißt du? Langsam. Hier würde ich jetzt halt voll gern rumschnetzeln da unten. Guck mal die vielen Longhorns an. Was meinst du, wie du da mit der Feuerwand jetzt Spaß haben könntest? Ich sehe hier keinen anderen Feind, ne? Also wenn ich mich jetzt hier absetze, kann ich doch da unten ein bisschen leveln, oder? Probier mal einfach mal. Probier mal einfach mal. So, wir nehmen natürlich den Zweier Feuerball. Den habe ich auf die 4 gelegt. Einfach so, weißt du, an den Strand geflogen, abgemountet und dann erstmal runter hier ein bisschen Streit gesucht. Ich hoffe, dass es hinhaut. Wäre natürlich wieder ultra schade, wenn nicht. Hier zum Beispiel daneben, weißt du? So, der brennt vor sich hin. Guck mal, den kriegen wir so platt. Naja, gut. Wieso rüstet der sein Schild nicht immer aus? Verstehe ich nicht. Der ist kaputt. Dann machen wir den auch gleich. Wieso kleben die hier im Wasser und bewegen sich nicht? Na toll, das habe ich wieder nicht bedacht, dass ich meine Rüstung... Dass ich meine Rüstung hätte reparieren sollen. Super. Tut mir leid. Alter, jetzt bist du schon wieder halt nackig. Oh, und da braucht er noch Metall. Gut, sieht halt aus wie ein Gladiator heute. Halb so wild. Aber wir haben das Blatt gekriegt, das Viechle. Wir machen auch das nächste Blatt. 34. Level 34 wäre eine Geschichte, mit der ich heute leben könnte. So, Alter, komm her. Komm her, Bargesch. Bargesch. Habe ich ihn getroffen? Jo. Guck mal, er flüchtet. Er flüchtet. Er hat Schiss vor uns. Oh. Nein, er ist einfach nur schlauer wie die Voucher. Er hat seinen Kollege geholt. Und Goblins. Habe ich den jetzt auch angedützt? Das wollte ich ja nicht. Digga, dich wollte ich nicht töten.
Okay, ein bisschen Fleisch rauskratzen. Da hinten ist ein Goblin. Dem lassen wir natürlich jetzt hier nicht den Spaß. Zack. Müssen wir uns auch noch einen zähmen, ne, Goblin? Okay, das dauert doch länger, als ich gedacht habe. Ich meinte jetzt, ich gehe hier kurz runter, weißt du? Bolz jetzt hier die Zauber geschwind kaputt. Und wir, guck mal, wie die da auf dem Wasser tanzen. Ey, wir fliegen weiter. Dann erkunden wir lieber ein bisschen. Das können wir natürlich mitnehmen. Wir haben die Taschen komplett leer. Den nehmen wir auch mit, die Geschichte hier. Da ist auch noch der Gobo. Da müssen wir noch kurz reingucken. So. Das nehmen wir mit. Ich habe übrigens gesehen, ich kann in meinem Goigtaler auch diesen Vertrag herstellen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Jedenfalls kann ich da die Goblin-Verträge herstellen. Ne? Und die Materialien dazu haben wir, glaube ich, auch schon gefunden. So, jetzt gucken wir mal, ob unser Frog noch da ist. Und dann fliegen wir weiter. Dann waren wir an diesem Ende des Strandes heute auch mal. Natürlich ist es jetzt echt peinlich, dass ich meine Rüstung nicht... Ich habe sogar ein bisschen Salz, glaube ich, mitgenommen, weißt du? Weil so ein, zwei Reparaturen würde ich dann schon gerne unterwegs machen. Hoffentlich lebt er noch. Ja, da hinten steht er und wartet. Er schaut zu, wie sein Meister den Strand säubert. Servus, Großer. Schön, dass du noch da bist. Weiter geht's. In diese Richtung, da müsste ja irgendwo der Seelenknoten auftauchen. Sag mal, ist das eigentlich eine Höhle hier? Ich hoffe es nicht, weil dann müsste ich ja fast reingucken. Sind die jetzt alle ersoffen da, die Jungs? Hä? Nee, das ist nur eine Steinformation. Aber guck mal, hinten ist schon wieder ein Bargisch. Sind die jetzt alle ertrunken? Da hinten liegen sie rum, sind tot. So sind auch die Dinosaurier, glaube ich, ausgestorben. Die haben es einfach nicht geblickt. Jo, die sind alle tot. So, Diggerle, weiter geht's dem Strand entlang. Da hinten sehe ich eine Baumformation, die mir etwas seltsam vorkommt. Die schauen wir uns jetzt an. Hier sind doch jetzt aber keine Bargischs mehr, sondern nur noch die lieben, guten Alten. Da steht einer. Der macht ja nichts hier, ne? Wenn ich da so vorbeikomme mit meinem Freundle. Hallöle. Grüß dich, Schneiderle. Ja, servus, servus. Ja, ist auch nicht schlecht. Oh, guck mal, eine Ruine. Eine Ruine. Die flüchten hier. Die Lemminge. Das sind jetzt die Lemminge hier. Wo wird der... Das wird dann vielleicht der Seelenknoten hier sein. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwo unser Fröckle absetzen können in Sicherheit. Haben wir eine Ruine entdeckt. Sehr schön. Und nur am Rand der Karte. Da hinten sind, glaube ich, diese schwebenden Inseln, von denen ich schon mal gehört habe. Steig mal kurz ein bisschen höher. Machen wir hier so einen Kreis. Genau wie das die Geier so machen. Siehst du da hinten am Horizont? Das sieht mir dann fast so aus, als hätten wir da die schwebenden Inseln gefunden, Alterle. Ich überlege gerade, was gibt es denn hier zu entdecken? Ist das ein Seelenknoten oder ist das nur die Ruine? Wir fliegen mal drüber. Wir fliegen da mal drüber. Ich sehe auf jeden Fall jede Menge Kupfer. Kannst du hier genau drauf landen? Nee. Nee, nicht runtergehen, bevor ich nicht weiß, wo wir sind. Das sieht mir interessant aus. Ich will hier schon gucken, aber ich will ihn halt auch nicht opfern, weißt du? Da oben fliegt ein großer Kollege von dir. Das sieht aus wie ein Greif, ne? Ja, ist ein Greif, Alterle. So, guck mal. Das Problem ist, wenn ich ihn auf die Mauer setze. Hier sieht's gut und sicher aus eigentlich, ne? Land mal spaßhalber. Ich kann ja mit dem hier noch ein bisschen rumlaufen. Ich muss ja nicht unbedingt absteigen. Das finde ich halt schon geil. Aber guck mal, hier hat es ein anderes Erzvorkommen. Das sieht nach einem... Es war nur ein Wasser. Da oben der Greifer, der ist halt schon geil. Möchten wir auch irgendwann noch einen haben, oder? Ne, hier sieht es eigentlich recht sicher aus, Alter. Steigen wir ganz kurz ab. Switchen wir hier um auf Eisen holen, weil Eisen kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ne, ist wieder dunkel. Oh, da hinten kommt Bargischse. Gleich wieder weg. Aber gut, man kommt ja recht schnell wieder weg. Guck mal, Leute, der Greif ist runtergekommen da hinten. Den schauen wir uns von nahem an. Ich hoffe, die sind lieb. Hier sind ganz viele Greifen. Die Stelle müssen wir uns merken. Guck dir das an. Oh, oh. Scheiße. Ich höre aber... Ja, ja, der greift an. Der greift an. Oh Gott. Fröckle, sind wir schneller als der. Jetzt hat er abgelassen, glaube ich. Jetzt holt er sich die Barkischs da unten. Nee. Der ist immer noch auf unserer Pferde, glaube ich. Oh, scheiße. Das habe ich nicht berechnet. Jetzt hat er abgelassen. Jetzt kämpft er da hinten mit den Bargischs.
Okay, ich will aber noch ein Stück weiter. Ich überlege gerade, wenn wir hier runtergehen, war hier noch irgendwas? Vielleicht kann ich den Greif hier genau zwischen die Schafe. So, komm, wir gehen mal hin. Vielleicht kriegen wir den so platt. Mit irgendwas müssen wir ja anfangen. Der kämpft ja jetzt hier auf jeden Fall mit diesen Bargesch. 28 ergreift, das schaffe ich doch, oder? Weißt du, vielleicht kann man da was anderes rauslooten. Oh, der hat Power. Boah. Ja, es war mir schon klar, dass du jetzt hier kommst. Ein 80er, scheiße. Ich glaube, wir haben kaum mehr Energie mehr, ne? Wir haben keine Energie mehr. Wieso zieht denn der sein Schild nicht automatisch an? Okay, den Hammer. Jetzt müssen wir nur noch den hier machen. Ja. Wo ist mein Frog? Da hinten bei den Schafen. Der zieht das Schild nicht immer an. Manchmal habe ich es schon hingekriegt, dass ich mit dem Zauberstab unterwegs bin und sobald ich umswitch, zieht er sein Schild dazu an. Jetzt müssen wir auch mal uns auf jeden Fall stärken, Alter. Du bist ja fast kaputt. So. Ich klicke natürlich noch wie ein Wilder auf der Maus rum, ne? Das muss man nicht so machen, wie ich das mache. Ich mache es halt, weil ich es nicht anders kann im Moment, vor lauter Schreck und Action. Boah, schade um den schönen Greif, ne? Egal, mal gucken, ob irgendwas anderes rauskommt. Fell, Knochen, Fleisch, nö. Da holen wir uns einen, Leute. Da werden wir uns auf jeden Fall einen zähmen, sobald wir den Greifensattel haben. Also ich will ihn dann erst zähmen, wenn ich ihn auch fliegen kann, ne? Die sind sehr, sehr schön geworden, finde ich. So, jetzt muss ich nur noch mein Fröckle finden. Ah, ich höre es röcheln. Wo bist du? Hier. So, pass auf. Bunt gemischt unser Inventar heute. So, guck mal, wenn er jetzt so ist, ne? Und ich switch jetzt um auf den Zauberstab und dann wieder zurück, dann macht das. Manchmal merkt sich das Ding, aber nicht immer. So, jetzt sind wir auch schon wieder volle 17 Minuten unterwegs, Alterle. Haben aber eine Ruine entdeckt. Wir haben Greifen gesehen, unser erster Greif, Leute. Jedes Tier, das wir entdecken, werden wir auf jeden Fall mindestens einmal töten. Bei den Ents sind wir ja schon übereingekommen, dass wir die leben lassen in Zukunft. Bei den Greifen würde ich das auch gerne so machen. Es sei denn, wir kommen in Bedrängnis wegen denen. Dunkelstein muss ich jetzt nicht unbedingt noch mehr haben. Ich würde gerne da hochfliegen. Da will ich jetzt mal hochfliegen. Ist eine reine Erkundungstour heute, ne? Dass wir mal so ein bisschen was sehen, die schwebenden Inseln. Die machen mich jetzt natürlich tierisch an da hinten. Erinnert mich so ein bisschen an Nagrand direkt, ne? Okay, Alter, da hinten ist das Vulkangebiet. Da ist wieder so ein Turm. Da ist wieder so ein Turm. Jetzt ist die Frage, wo soll dieser Seelenknoten sein? Ich glaube nicht, dass diese kleine Ruine da unten der Seelenknoten ist, den ich sehen wollte. Wir sind ja gerade mal ein paar Meter von der Stadt weg. Hier ist ein Eisen. Inmitten. Wo willst denn du hin, Alter? Da waren wieder zwei von deinen Erzfeinden, Alter. Oder? Waren das Panda oder waren das Hyänen? Das waren Hyänen. Guck mal, hier hat es auch ganz viel Eisen. Eisen und Bargischs. Die könnte man natürlich platt machen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber wenn ich den Frog jetzt abstelle, wie sicher ist der dann? Lass uns mal den Turm besuchen da hinten. Naja gut, wir farmen ja jetzt auch kein Eisen. Außerdem sind wir schon fast voll jetzt mit Knochen und Zeug. Also hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Materialien. Hier scheint dann auch eher eine Hirschgegend zu sein. Also hier ist es nicht unbedingt zwingend voll mit vielen Feinden. Das sollte man uns merken. Da unten rennt irgendwas, was ich... Oh, wie sie uns halt gleich im Visier haben, weißt du? Was ist das? Ein Schwein. Hier ist nur ein Schwein. Der nächste Turm. Was hat es mit diesen Türmen auf sich? Oh, da hinten ist wieder so ein Wiffern. Guck mal bei den Türmen. Du weißt ja da mittlerweile auch, können Goblins drauf sein, ne? Nicht zwingend, aber kann. Boah, da unten prügeln sich, glaube ich, gerade zwei Steinriesen. Hier sind wir doch jetzt sicher, oder? Lass mal runter gucken. Da unten prügeln sich... Da hat es auch einen Greif. Der kämpft hier mit so einer komischen Echse. Hier ist ja in der Luft einiges los, Leute. Wahnsinns-Eckle. Wahnsinns-Eckle. Ich sollte aber trotzdem gucken, dass ich unser Viechle einfange. Wenn die nämlich fertig gekämpft haben, sind wir nämlich die Nächsten, die aufs Mützle kriegen, weißt du? Gut, hier ist wieder so ein Turm halt. Hier, das da könnte der Seelenknoten sein. Das da hinten, dieser Aufbau, den will ich jetzt noch sehen.
Den will ich sehen. Ich glaube, bis hierher fliegen wir mal, weil den dürften wir auf der Map. Ja, da ist irgendwas. Da ist irgendwas Magisches. Da geht was, Leute. Da müssen wir gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht gut ist, diese Grenze hier zu überschreiten. Was ist denn das da hinten für ein Aufbau? Boah, weißt du, wie weit die magischen Inseln noch weg sind? Das ist ein Riesengebiet, ne? Ah, guck mal, hier leuchtet was. Könnte ein Komet sein. Nein, da ist dieser Seelenknoten. Jetzt kommt der Komet. Skelette, eins, zwei. Der kämpft auch mit irgendwas da hinten, das ist schon mal gut. Das da. Boah, Alter, wo setze ich denn jetzt meinen Frock hin? War da nicht so eine kleine Insel im Wasser? Nee. Halt die Energie, Alterle. Hier will ich noch kurz runter auf jeden Fall. Im Idealfall ohne zu sterben. Was haben wir hier? Das sieht nach einem Schwein aus nur. Können wir hier am Strand landen? Da sehe ich einen Goblin, ein, zwei Goblin, Schwein sehe ich hier. Nicht die beste Landestelle für kleine Frogs. Okay, er zielt aufs Ding. Wir laden ihn mal kurz auf. Die sind noch weit genug weg. Das Schwein macht uns erstmal nichts. Wenn ich die Goblins wegmache, haben wir hier einen sicheren Platz erstmal. Komm mal her. Ja, ist gut. Siehst du, jetzt hat er beim Abmounten das Schild wieder nicht mehr auf. Aber ist egal, die Frogs mache ich eh besser mit dem Stab, oder? Die Goblins. Nummer 1. 2. Da kommt noch einer angehüpft. Da kommen sogar noch mehr angehüpft. Also mit dem Zauber komme ich schon ziemlich gut klar. Mein Frog ist noch am Leben. Ich sollte ein bisschen was im Wasser holen, bevor die Fische kommen. Ja, dann schaffen wir noch Level 34. Wir gucken mal, ob wir den Meteor da hinten bekommen. Den Seelenstein haben wir gefunden, den ich finden wollte. Den mache ich noch weg. So. Die Goblins würde ich aber gerne ausräumen. Einfach zu gucken, was drin ist. Da können wir nämlich skillen. Ich bin natürlich jetzt hier etwas vorsichtiger heute, auch vielleicht etwas ruhiger wie gewohnt. Das liegt aber einfach daran, dass man hier nie weiß, ne? Die Keule lasse ich ihm drin, die brauche ich nicht. Die Geräusche sind auch anders. Kam eigentlich nochmal Musik? Ich habe gar nicht drauf geachtet, jetzt vor lauter Aufregung. Digga, kann ich dich hier stehen lassen oder soll ich mit dir dahinter fliegen noch ein Stück? Komm mal her, wir gehen zusammen. Wir gehen zusammen durch dick und dünn. Es interessiert mich natürlich jetzt schon hier die Ecke. Wir können auch mal demnächst. Mach mal langsam, da vorne ist einer der Tode drin. Flieg mal hier am Rand entlang. Lass dich halt nicht erwischen. Hier ist dieser Seelenknoten. Da muss man ja bestimmt irgendwas machen mit dem, oder? So, jetzt ist die Frage. Nochmal hier kurz im Wasser geguckt. Es sieht recht sicher aus hier die Ecke. Flieg aber erstmal um den. Das sind auch so Inseln im Wasser, ne? Das sollte man alles mal irgendwann angucken. Kannst du hier drauf landen? Gut, der eine Sensentyp ist weit, weit weg. Wenn der jetzt wegbleibt, ist alles gut. Komm, Risiko, Leute. Ich habe ja den Spielstand rausgezogen. Ich will da jetzt erstens mal hier reingucken. Okay, jetzt sind mal Erze drin. Hatten wir so auch noch nicht. Und dieser Aufbau, Leute, was macht man? Eine Seele vom Reins der Tugend. Legenden zufolge können solche Seelen alte Altäre versiegeln, die Dunkelheit über Archos entfesseln können. Braucht man hier diese Materialien? Ja, die nicht. Braucht man hier vielleicht diese Materialien, um diese Seele des Lichts herzustellen, damit das Ding hier aktiviert wird? Weiß das jemand von euch? Weil da hätte ich schon Bock drauf, die zu aktivieren alle, wenn das was ist, was man aktivieren kann. So, Leute, wir fliegen jetzt heim. Bin mal gespannt, ob das von euch jemand weiß. Nee, oder? Komme ich da geschwind hoch oder muss ich jetzt echt wieder dieses Menü anstrengen? Alterle, komm schon. Ja, super. Da ist er sehr sicher. Der ist sogar sicher von mir. Jetzt komm mal her, Bolgen. Komm runter, Diggerle. So. Alles klar, wir gehen jetzt heim, Leute. Wir fliegen aber natürlich ein bisschen einen anderen Weg, würde ich sagen.
So mehr durchs Felsen. Also das würde mich interessieren. Kann ich das aktivieren, wenn ich die Seele des Lichts herstelle? Weiß das jemand? Hier gibt es noch so viel zu entdecken, Leute. Dieses mittlere Teil hier, wo die roten Leuchteffekte waren, lasse ich jetzt gespeichert. Erstmal aus. Da gehen wir dann irgendwann hin, wenn wir ein bisschen stärker sind. Da ist der Turm, den wir entdeckt haben. Richtig cool. Was übrigens auch passiert ist, ich habe den Wiederbelebungsaltar. Den haben wir ja zusammen gebaut, ne? In unserer Futterscheune. Das große Problem ist, der ist weg. Also er ist noch da, man kann ihn aktivieren, aber man sieht ihn nicht mehr. Da hat es mir irgendwie, die Textur ist da weg. Vielleicht schaffen wir es noch zurück. Nee, wird ein bisschen lang. Zeige ich euch dann morgen. Das wäre super, Leute, mit dem Seelenstein. Aber da müsste ich auch mal gucken, welche Materialien man da mitnimmt, ne? Wir haben Hunger. Kannst du eigentlich während dem Fliegen essen? Also ich könnte's. Jo. Kann er. Kann er. Der Turm. Ah ja, ist doch ein schönes Eckle. Und wir sind immer noch nur am Rand entlang geglitscht hier, ne? Oder geflogen. Wir haben noch nicht wirklich viel entdeckt. So, Leute. Level 33, fast 34. Wir machen die Woche über auf jeden Fall weiter, bis wir 35 sind. Da kommt wieder ein Meteorle. Ein Meteor. Huch. Alter, Scheiße, scheiße. Oh, verdammte Kacke. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nicht drauf geachtet. Der junge Mann ist gerade am Runtergehen gewesen, weil er keine Energie mehr gehabt hat. Oh, fuck. Ich nehme jetzt den Spielstand her. Machen wir. War ja nur ein Ausflug. Wir haben ja nicht wirklich viel erreicht, beziehungsweise eingesammelt. Dann sehen wir uns morgen wieder. Hier waren wir, Leute. Guckt. Diesen Seelenknoten haben wir entdeckt. Nehme ich doch mal an, dass es der hier war, oder? Und das haben wir von weitem gesehen. Diese schwebenden Inseln dürften das hier sein. Was ist das hier? Schwebende Inseln, die haben wir gesehen. Hier muss irgendwas auf Grund liegen. Sehr interessant. Hier sind wir gestorben. Also jetzt haben wir praktisch unser Gebiet von hier. Den haben wir auch schon gesehen. Hier sind wir auch schon gestorben. Hier am Rand. Das haben wir jetzt schon alles entdeckt. Und das alles ist noch offen. Ist der Wahnsinn. Blöder Abgang. Jetzt tut mir leid. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich dachte gerade, ich habe einen Bug, weil der so runtergeht. Aber der hat wahrscheinlich keine Energie mehr gehabt, der Arme. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.